Hallo, ich bin wieder Oliver 3911 mit meinem LP zu Tomb Raider Legend. Wir stehen aber noch hier vor der Karte in Kasachstan und wollen das Projekt Carbonic finden, was ein Schwertfragment ist. Und dafür haben wir gerade den Generator eingeschaltet, haben Strom angemacht und jetzt gehen wir hier durch. Ob das giftig ist? Ich schätze, das ist ein Kühlmittel. Keine Ahnung, was für eine tödliche Scheiße die Russen verwendet haben. Oh, ein Kühlmittel. Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Tödliche Scheiße. Warum benutzen die Russen in Kasachstan ein Kühlmittel? Leute, da ist es eiskalt. Bei uns sind mittlerweile glücklicherweise schon Plusgrade, auch wenn es plus 2 Grad sind. Ja. Aber gut, dass es hier Stangen und sowas gibt. Das ist immer praktisch. So, wir könnten auch durchrennen, wenn ich einen Unendlichkeits-Sheet anhätte. Also unendlich Leben-Sheet, aber können wir nicht, weil ich den hab. Aura. Und hier sieht man wieder ein neues Feature an Tomb Raider Legend. Elektro. Schock und sowas. Müssen wir bloß darauf achten, dass man das nicht umbringt. Ist ja scheiße. Los, rein, weg! Verdammt, das brennt! Knappe Sache. Hätte ich ahnt, dass wir da weiterklettern müssen, dann wäre ich da nicht reingerannt. Hoffentlich finden wir demnächst mal wieder ein Medipack. Jetzt ist die Sache hier schnell für uns erledigt. Mal wieder. Oh. Nee, das ist nicht heiß, das ist Strom. Los, Strom, lever, hopp, Strom. Ich darf aber schnell weiter berühren mit diesem Giftgas. Das ist gut, das müssen wir uns merken. So, und jetzt haben wir hier wieder eine Tür. Ich will gar nicht wissen, wo es lang geht. Ich will es gar nicht wissen. Ah, ich glaube, jetzt kommen wieder Gegner. Naja, ist auch schön, hatten wir lange Zeit nicht mehr. Oh, Zwischensequenz. Hey, das ist sie. Amanda? Nein, Lara, ich habe zu tun. Du hast dich ziemlich verändert. Dann warst du das in Bolivien, bei Rutland. Ich war schon überall und komme an Orte, von denen du nicht mal träumen kannst. Dieses Mal wirst du zurückbleiben. Tut mir leid. Es tut mir leid, Amanda. Hätte ich gewusst, dass du lebst, hätte ich doch alles in meiner Macht Stehende getan, um dich zu retten. Bitte. Darüber bin ich schon längst hinweg. Weißt du, was mich wirklich geärgert hat? Als ich rauskam und sah, dass ihr weg wart, ohne auch nur zu versuchen zu... Was machen Archäologen doch gleich? Ach, ja. Graben. Wir wollten dir ein Denkmal setzen. Von mir aus. Verhindert, dass sie mir folgt. Oha. Granate. So, und ich würde sagen, jetzt setzen wir mal die Waffe. Sieh dir die große Waffe an. Ist das abgefahren? Eine Waffe. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Nö, will ich aber gerade nicht. Hä? Sind die gar keine Gegner mehr? Ach doch, da unten sind noch welche. Ah, die kriege ich von hier aus nicht tot, ne? Vielleicht wenn ich das gesamte Magazin verschieße, dann ist er vielleicht tot, aber ansonsten... Naja, wir probieren einfach mal diese Waffe hier aus. Mit H und Q. Hast du das gesehen? Ja, wir haben völlig verrückte Interferenzen auf dem Video. Also ich würde sagen, das ist eine von Nikola Teslas Coilguns. Aber das ist doch absolut unmöglich. Du könntest recht haben, sie funktioniert nicht richtig. Tja, die Dinger brauchen jede Menge Strom von dem Tesla-Turm da drüben. Wenn du den irgendwie einschalten könntest. Wow! Ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen würde. Wir können die Lücke bestimmt überbrücken. Okay, ich glaube, damit haben wir die Waffe jetzt komplett aufgebraucht. Auch gut. Hier irgendwo gab es das Goldartefakt, aber ich weiß wirklich nicht mehr wo. Ich glaube, hier in dem Kasten oder so. Ach, scheiß drauf. Ich muss jetzt erstmal gucken, wie ich diese scheiß Typen da kalt mache. Ohne selbst kalt zu machen, während ich hier runterrutsche. Ach so, wir haben ja hier eine Brücke geschaffen, das ist gut. Da unten warten sie schon auf uns, die Säcke. So, jetzt mal Muni aufsammeln. Ah, da stehen sie wieder. Hallo, tot machen. Sterben. Sterben. Wow, hat der ein Schild? Wow, da sind wir gerade knapp durch die Ding durchgeflogen. Du darfst den Entladungen bloß nicht zu nahe kommen. Ich dachte, er wäre nicht in Betrieb. Das ist nur eine Entladung. Wäre der Turm an,
das merken. Und wenn ich die Energiequelle wäre, wo wäre ich dann? Ganz oben. Okay, gut. Wie gesagt, ich bin jetzt ruhig in Zwischensequenzen. Oder irgendwelchen Sprechakten. Ah, der Typ hier hatte gerade ein Schild. War nicht schlecht, aber den können wir gar nicht mal aufheben, weil er schon weg ist. Also, wie wir gerade von Zip gehört haben, wir müssen ganz nach oben. Das ist an der Stelle ein wenig schwierig. Aus folgendem Grund, hier sind Blitze. Und wir dürfen nicht Blitze berühren. Blitze berühren ist tödlich. Falls ihr noch nie eine Steckdose gefasst habt, dann wisst ihr vielleicht nicht, was ich meine, aber ansonsten wisst ihr schon, was ich meine. Oh Mann, ey. Wir haben mal wieder die Schwäche von Dunkelheit, diese scheiß exakte Springerei, das ist so kotzen. Naja, gut. Der Part ist eh gleich vorbei, also lassen wir uns Zeit. Vielleicht kommen wir noch oben. So, wunderbar. Kontrollpunkt, das ist gut. Weil wenn wir sterben, ist das nicht weiter schlimm. Was vielleicht jeder, der mittlerweile zugeguckt hat, mitgekriegt haben dürfte. Ich weiß gerade gar nicht mehr, was mich in dem Level erwartet. Auch das hier habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Aber es ist, finde ich, ein schönes, sehr schönes Level. Na komm, weiter drehen. So, hier kam noch gleich ein Blitz lang, ne? Was mussten wir jetzt tun? Wir mussten springen. Mussten wir springen und dann springen? Ich habe keine Ahnung. Ich traue mich gerade nicht hier zu springen. Weil ich weiß, dass hier bestimmt gleich wieder ein Blitz kommt, der mich tötet. Sobald ich nicht mache. Sollen wir es einfach riskieren? Ich habe Angst. So, hier kommt gar keiner. Naja, probieren wir es einfach mal. Ja. Wir probieren es. Scheiße. Ich lasse mich jetzt mal töten. Aus dem Grund, dann kommen wir zurück zum Kontrollpunkt. Das ist cool. Und ich brauche kein Medipack-Opfer. Cool, wir sind fast tot. Das gibt auch einen coolen Effekt, denke ich mal. Und da waren wir tot. Wir haben noch 2 Minuten. Hä? Ach so. Ich dachte gerade, das hätte uns ganz oben zurückgesetzt. Das wäre natürlich geil gewesen. Na ja, gut. Das wäre ein schöner Glitch gewesen. Oder? Gut, also. Hier gab es keine Blitze. Das heißt, wir können hier in Ruhe drauf springen. Auf diesen Dom. Und warten jetzt hier, bis hier der Blitz nach da oben ist. Kommen wir denn da dann drüber? Doch, nur wir kommen da dann drüber. Oh, da ist noch ein Item-Schatz. Mittel-Dingels-Kirchen-Bums. Da. Bumswalder. Oh Gott, wenn ich so weiter warte, dann schaffe ich das nicht mehr. Oh, das wird knapp, glaube ich. Ja, wunderbar. Erstmal hier wieder Medipack auffüllen. Und dann lassen wir uns noch hier den Zettel vorlesen. Noch ein Wissenschaftler. Dem war es ja auch nicht warm genug. Sie haben die Energie in das Artefakt geleitet. Und es gab eine gewaltige Entladung. Kann der Turm von hier aktiviert werden? Nicht ohne den Kern. Der scheint nicht hier zu sein. Die haben ihn wohl mit den Schienen hier weggeschafft. Richtig, und damit haben wir jetzt unsere nächste Mission. Und zwar müssen wir den Kern des Tesla-Turms holen. Das machen wir aber im nächsten Part. Aus dem ganz einfachen Grund. Ich will, dass ich das Artefakt habe. Hä? Wie kriegt man das hier auf? Naja, gut. Habe ich keine Zeit mehr für. Zeige ich euch im nächsten Part. Ich bin wieder Oliver3911 und beende hiermit diesen Part. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu und empfehlt mich weiter. Tschüssikowski.